Mindestlohn bezeichnet die Untergrenze für betriebliche Lohnvereinbarungen. Für weniger Geld darf also keiner arbeiten. Meist ist der Mindestlohn festgeschrieben in einem Vertrag zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft. Aber auch der Staat kann einen Mindestlohn festlegen. In Deutschland liegt der Mindestlohn im Baugewerbe im Schnitt zwischen 9 und 13 Euro. Briefträger verdienen zwischen 8 und 10 und manch ein Wachdienstler bekommt gar nur 5 Euro. Es gibt also nicht den einen Mindestlohn, sondern er variiert. So liegt im Osten der Mindestlohn meist unter Westniveau. Auf dem Land erhalten die Menschen oft weniger als in den Städten. Und Frauen bekommen in der Regel weniger Geld als Männer. Schaut man sich die Sache europaweit an, dann steht Deutschland dennoch relativ gut da. In Bulgarien beginnt der Mindestlohn bei 70 Cent pro Stunde. In Luxemburg hingegen liegt Mindestlohn im Schnitt noch etwas höher als bei uns, bei über 9 Euro pro Stunde. Weltweit ist Mindestlohn häufig kein Thema und da, wo es ihn gibt, liegt er fast immer niedriger als bei uns. In Russland verdient mancher nur 100 Euro pro Monat. In China ist es noch weniger. Dort beginnt der Mindestlohn bei 25 Euro Monatsgehalt. Befürworter des Mindestlohns loben hierzulande die positiven Effekte. Die Löhne werden gleichmäßiger auf alle verteilt, Armut wird vermieden. Kritiker hingegen warnen und sagen, Mindestlohn will etwas Gutes, verzerrt aber den Wettbewerb und führt daher eher zum Schlechten, nämlich zum Verlust von Arbeitsplätzen.